Freunde des kleinen YouTube-Sports, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich weiß, von wem das Päckchen ist. Von einer sehr, sehr zuverlässigen und netten Frau aus Nähe München, glaube ich, ist das. Und Zuschauerpost. Geil. Alter, geil. Nettes kleines Päckchen. Schön mit Panzertape verziert. Ja, so. Also ich muss dann erstmal den Schlitz hin und gucken, dass ich das irgendwie aufkriege, ne? Da wir ein wunderschönes, scharfes Messer haben, ging das auch recht schnell. Also dann gucken wir mal, was wir hier so schickes drin haben. Alter, das Geschenkpapier sieht ja mal richtig geil aus. Ich bin ein wenig müde, tut mir leid. What the fuck? Für die Katze. Also das ist für Frodo. Okay. Oh Mann, jede Menge Schnipsel im Karton. Eieiei, muss man aufpassen, dass man die nicht in der Wohnung verteilt. Eieiei. Die hat sich sehr viel Mühe gegeben mit dem mit dem Paket und die Sachen einzupacken. Da haben wir jetzt mal was zu essen drin. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Bei Glocken, die kann ich noch an den Weihnachtsbaum hängen. Ey, das ist die Idee, da fehlt noch ein bisschen was. Geil, ich habe noch Dekoration im Weihnachtsbaum. Juhu, was ist das? Auch für Frodo? Merry Christmas. Ja, das wünsche ich dir, euch allen auch. Schön mit der Schlaufe drin, damit er mit der scharfen Schere angezogen. Deswegen ist das Band auch so ein bisschen verwirbelt. Ne? Ja, kenne ich die Tricks, kenne ich. Ah ja. Jo, mal die Schnipsel im Karton lassen. Das ist alles für Frodo. Was ist denn das? Das ist ja natürlich auch ein geiles Geschenkpapier, oder? Also das. So, die Schnipsel da vorne. Ist ja mal geil. Da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist, ey. Ja, wir haben zwar noch keine Weihnachten, aber ich pack's trotzdem jetzt mal aus. Ist Zuschauerpost, da warte ich nicht bis zu Weihnachten. Ich weiß ja, dass die mir was schicken wollte. Und ja, ich guck mal immer der ganze Hand. Ey! Geil! Das ist Gold! Goldrausch in Sauerland. So, das nehmen wir als erstes mal. Ich nehme erstmal das jetzt. So, fortfahren drücken, so. Was haben wir da? Lutscht das von alleine raus? Nein. Muss ich auch noch da längs machen. Das hatte ich mir jetzt eigentlich erspart. Ich hoffe, das kommt vielleicht so raus. Mal gucken, was geht da sogar leicht ab. Na guck. Oh, der Rittersport. Traubenuss. Geil. Oh, die liebe ich also. Das ist richtig lecker. Vielen, vielen Dank für die Rittersport. Traubenuss. Ich glaube gar nicht, wie schnell die weg ist. Boah, geil. Lecker, lecker, lecker. So, mal gucken, ob Frodo das gleiche kriegt. So, und gucken wir, was Frodo Schönes hat, bekommen hat. Ui. Schäber. Soße Spezial. Handy, machst jetzt wieder mal nicht Fokus, ja? Frikasse mit Pute und Gemüse. Aller Dinge und auch Limus. Frikatze und Pute. Okay, Frikatze, freie Katze. Auf jeden Fall ein lecker Snacker für den Virus und für den Frodo. Ja, den kriegt er zu Weihnachten. Genau, am Sonntag. Fertig. So, ja. Da zieht er ganz schnell weg. Da kennt er nichts. Das ist ein richtiger Gierhals. Der kriegt den Hals nicht voll. Nee, Frodo nicht. Nee. Ja, jetzt aber das große Paket. Hey, der Daus. Was da wohl drin sein kann. Hey je. So. Was haben wir hier drin? What the fuck? Was ist das dann? Ey, what? Geh mal weg. Was zum Geier ist das? Alter. Was eingepackt ist. Das sieht irgendwie aus wie eine Hand oder sowas. Mit Mittelfinger? What the fuck?
Das muss ich ausklappen. Wie kriege ich das raus? Wo kriege ich das ab? Mit einer Hand kriegt man alles ab. Ja, das Aufräumen gleich. Ach, komm mal raus hier. Was ist das? Was? Ein Teelicht? Oh, nö. Rohrgerät. Wie tust du? Weg. Nimm das Shit hier. Krass. Guck mal. Alter. Das ist ja, die Teelichter, da haben sie ein bisschen dran gespart. Die sind ein bisschen sehr schmal gegenüber zu den normalen. Also, da packe ich das jetzt auch nochmal immer. So, direkt mal sauber gemacht. Ja, also, für Frodo seinen Namen sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Für die Traubenuss, mega vielen Dank. Und für die zwei Hände, auch mal fettes Merci. So, auch vom Aussehen her. Ja, war gar nicht so schlecht gemacht, würde ich sagen. Ne? Also, hat doch was. Da haben das Ding schon dran geklebt. Ja. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich geiler gefunden, ja, wenn vielleicht der ein oder andere von euch das vielleicht genauso sieht, ja, dass dieses Ding hier unten drauf, ja, dass die Kerze so in den Fingern, also das Leuchten mit den Fingern so wiedergibt, anstatt hier oben drauf. Na, vielleicht kann ich das ja noch ändern. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann heile abkriege hier. Ja. Dann könnte ich das nachträglich noch machen. Das Ding passt nämlich gut hier unten rein. Den ich da drauf, das verbrennt erstens nicht. Und ja, auf der Karton oder Papier stand jetzt nicht wirklich drauf, was für Material das ist. Keine Ahnung. Könnte ein bisschen Ton sein oder so. Könnte ich mir denken. Ja, ich habe aber auch schon was, ja, wo ich die Sachen hinmachen kann. Und ja. Vorbereitet. Also geil, auf jeden Fall. Passt auch wirklich dazu, zu dem, was ihr jetzt seht. Ja, los geht's los. Geil, oder? Hast irgendwie als, ne, Besuch gefunden. Oh, der Kopf ein bisschen zu klein, die Hände ein bisschen zu groß. Aber so passt das gut zusammen. Ja, ihr seht die eine, der Tee liegt, aber ist egal. Für den kleinen Zweckgebrauch ist das in Ordnung. Ja. Und ist auch ein nettes Ensemble. Ja, geil. Also, ne? Vielen lieben Dank, Elena. Nice. Richtig geile Sache. Ja, und die Schokolade hebe ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Das für Frodo kriegt ihr jetzt in Kürze und ja, da sind die anderen Süßigkeiten dabei, die werde ich mir erstmal an den Baum hängen. Genau. Also erstmal das, naja, das war's dann erstmal, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oder was auch immer. Abonnieren drauf. Tut euch da Zwang an, ist ja hier mit YouTube. Hä? So, ja, das war's auch schon. Ich muss noch ein bisschen was machen. Und in dem Sinne, Freunde, macht gut, ciao, ciao, das war euer Virus und vielen, vielen Dank nochmal für die Zuschauerpost. Macht's gut, ciao.